Hallo, ich bin Hildegard Krämer. Ich bin Coach für Frauen und für Paare in Krisen. Als ich vor Zeit mein Kintsugi-Coaching entwickelt habe und dann mal ganz neugierig war, wie mein Ranking ist auf Google, traf ich da auf der ersten Seite Harald Bärenfänger. Und der hatte vor einigen Jahren einen Artikel geschrieben über das Kintsugi-Coaching und offensichtlich gefällt ihm auch die Metapher. Und deshalb habe ich gedacht, ich möchte ihn heute interviewen. Ich stelle ihn erstmal vor, Harald Bärenfänger, der ist Philosoph, der ist Coach, der ist Trainer, Speaker, Autor von Büchern, Souveränitäter, so nennt er sich, weil Souveränität ein wichtiges Thema für ihn ist. Und er ist Paarcoach. Und seit ein paar Jahren, seit er mit Julia Kamenik, seiner Partnerin, zusammen lebt und arbeitet, ist er auch Paarcoach zusammen mit ihr. Und das heißt Paarcoaching von Paar zu Paar. Das ist ja was ganz Spannendes. Ja, Harald, ihr habt den Kompass für Liebende entwickelt und nennt das die sechs Elemente der Liebeszukunft. Magst du uns dazu etwas erzählen? Wofür ist das denn gut? Mache ich sehr gerne. Erstmal danke für die umfassende Vorstellung. Wow. Ja, freue mich. Ja, die sechs Elemente der Liebeszukunft. Es ist ein Kompass für Liebende. Ein Kompass, der für Liebende, die nichts anderes wollen in ihrer Liebe, in ihrer Beziehung, als ja, eine Revolution. Die möchten, dass ihre Beziehung sich immer wieder grundlegend verändert und weiterentwickelt. Und wir verbinden in diesen sechs Elementen zwei Bereiche, von denen wir denken, dass die für jede Beziehung einfach der Kern ist. Es geht einmal um die Persönlichkeit und einmal ums Handeln. Also Persönlichkeit und das Ich, das Du, das Wir und im Handeln um Kommunikation, um Neugier und um Reibung. Und das ist für Paare gedacht, die sich sicher sind, die wissen, dass man eine Beziehung immer wieder weiterentwickeln kann, dass sie nicht stehen bleibt, dass Neues kommen kann, dass es spannend werden kann und vor allem, dass man was dafür tun kann, dass es spannend bleibt oder dass man mit Krisen umgehen kann, so wie jetzt in Corona, dass man also aktiv was tun kann, dass die Liebe immer eine Zukunft hat. Das klingt sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen das mit der Reibung. Da Ja. kannst du da ein bisschen zu erzählen? Das finde ich Ja. ganz Ja. interessant. Wir haben das sehr häufig erlebt, Julia und ich, in Paararbeit, also sei es selber bei uns als Klienten oder mit anderen. Wenn eine Beziehung kriselt und man sucht sich Hilfe, dann kommt ganz oft so der Rat: Schaut doch mal, was euch verbindet. Was habt ihr gemeinsam? Und dann sucht man nach Hobbys oder nach gemeinsamer Reizwäsche oder all so ein Kram. Und wir haben die Erfahrung gemacht, das ist eigentlich genau die falsche Richtung, sondern es braucht eher erstmal eine Entzerrung, es braucht wieder etwas, dass jeder erstmal auf sich schaut, damit Reibung entstehen. Reibung, Friction, Gegensatz im Sinne von Spannung. Also damit Lust, Leidenschaft entstehen kann, braucht es einfach das Moment der Spannung. Wenn alles nur Netflix auf der Couch ist, ist keine Spannung, da sind alle gleich und das ist schön. Aber wenn es aufregend sein soll, braucht Spannung und das nennen wir Reibung. Reibung als Gegensatz von Harmonie. Und Reibung kann man herstellen. Reibung ist ein aktives Tun, dass wir schauen, wer bin ich, was möchte ich, wie kann ich Polarität herstellen, um ganz bewusst als Paar, als Liebende, ja, wieder ein Feuer zu entzünden. Das kann am Anfang der Beziehung sein und das kann nach 30 Jahren noch sein. Und nur Harmonie ist wunderschön, aber total langweilig. Und deswegen Reibung.
Das stimmt, ja. Ich denke, das ist auch ein ganz großes Problem durch diesen Alltagstrott in die Paare geraten. Das kenne ich halt auch vom Paarcoaching, dass man da also nochmal neuen Schwung reinbringen muss. Aber wie du halt sagst, nicht unbedingt nur mit Reizwäsche, sondern auch Genau. eben die Sensibilisierung dafür. Ja, was ist spannend? Was können wir verstärken? Ja, das finde ich gut. Ich würde gerne nochmal. Ach so, erstmal, es interessiert mich, wie läuft das denn ab bei euch, bei eurem Paar-Coaching? Ist das so 2-zu-2-Coaching oder ist das in der Gruppe oder ist das Ja, spannende wie? Frage. Also, jetzt, wenn ein Paar kommt, dann arbeiten wir als Paar mit dem Paar. Also ganz pragmatisch, wir haben einen großen Raum, da stehen 4 Stühle im Kreis und wir erstmal sitzen Julia und ich uns gegenüber, sodass sich auch das Paar gegenüber sitzt. Also wir haben keine Front, ne, wir gegen die, sondern wir sitzen uns alle gegenüber. Das heißt, zwischen meiner Frau und mir wird ein Raum aufgespannt. In den wir diese beiden Liebenden einladen. Und diese Sitzordnung sorgt auch schon dafür, dass erstmal jeder für sich sitzt. Also wir sind ganz stark dahinterher, dass auch Liebende wieder ihr Ich finden, weil wir die Erfahrung machen, dass sie sich häufig im anderen verlieren oder nur noch auf das gucken, was sind wir, was ich selbst verlieren. Da schauen wir, dass das hergestellt wird. Und so arbeiten wir immer zu zweit mit beiden. Manchmal kommt es vor, dass wir sagen, okay, vielleicht wäre es jetzt günstig, dann gehe ich mit dem Mann mal um den Block spazieren und sie mit der Frau, weil es einfach Dinge gibt, die kann ich einem Mann besser sagen und sie einer Frau. Das wäre über Kreuz oft dann beschämend oder unangemessen. Also da nutzen wir dann auch die Geschlechtlichkeit. Aber ansonsten arbeiten wir erstmal zu zweit mit zweien. Auch vor dem Hintergrund eigener Erfahrung, wenn ich mal in Paartherapie war als Klient früher, dann war ganz schnell dieses Gefühl, dass einer bevorteilt wird, einer bekommt mehr Redezeit und so weiter. Lässt sich ja auch kaum verhindern. Und so können wir auch ein bisschen Good Cop, Bad Cop spielen. Da kann man der eine ein bisschen fordernder sein, der andere ist ein bisschen freundlicher und das wechselt. Also wir haben viel mehr Möglichkeiten, dem Paar gut zu tun. Und die Paare genießen das sehr, das kann ich sagen. Ja, das klingt auch fast spielerisch, wenn du davon sprichst. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Auch so diese Vorüberlegung, die ihr hattet, euch gegenüberzusetzen und nicht eine Front entstehen zu lassen, das ist total klasse. Ich glaube auch, dass die Paare im Alltag sich gar nicht unbedingt so immer in die Augen schauen, wenn sie etwas sagen. Ja. Und das erzeugt ja schon mal einen Effekt, ne? Unbedingt. Also Ja. man kann das richtig sehen, wenn einer oder eine sagt was und dann schauen sie sich an und plötzlich entsteht da was, was lange nicht mehr da war, allein durch die Gestaltung des Raums und mit solchen Dingen, mit Embodiment, mit Raumgestaltung, also allen Sinnen arbeiten wir sehr gerne. Ja, sehr, sehr spannend finde ich das. Ich würde gerne nochmal die Metapher von dem Kind Kintsugi, weil die Ja. Zuschauer und Zuhörer wissen vielleicht gar nicht, was das ist. Das ist halt eine japanische Philosophie. Wenn in Japan eine Teeschale oder sowas zerbricht, bringt man die zum Kintsugi-Meister und der setzt die Teile wieder zusammen wie ein Puzzle, sodass die Schale wieder perfekt ist. Aber dann werden die Bruchstellen nicht versteckt und nicht kaschiert, sondern die werden vergoldet. Und dieses Bild nutzen wir beide offensichtlich auch im Coaching, weil das ja sehr schön also den Wert von einem Bruch zeigt, ne? Und wir haben ja mit Lebensbrüchen haben wir ja zu tun als Coaches und egal ob im Einzel- oder im Paar-Coaching. Jetzt würde mich interessieren, Harald, wie siehst du das denn? Ich lasse ja die Paare das Porzellanstück wirklich zerschlagen, aktiv. Ja, ich begleite die in diesem Prozess. Wir geben dieses ganze Kintsugi natürlich nicht so wie in Japan. Das würde ja sehr viel Trockenzeiten sozusagen dazugehören, aber die zerschlagen das, dann gibt es eine Sitzung danach mit mir
Und die setzen das zusammen und die vergolden das. Und es kann auch sein, dass das schon schwierig wird mit dem Vergolden, weil innerhalb des Prozesses plötzlich klar wird, wie ist das mit den Scherben? Kann man die überhaupt, können wir die zusammensetzen? Weil die sollen auch sinnbildlich dann schauen, okay, welche von den Scherben, was sind dann unsere Beziehungsscherben? Was hat dazu geführt, dass wir jetzt hier sind? Weil zu mir kommen Paare, die stehen vor der Entscheidung, bleiben oder gehen. Also wirklich, das ist Ultima Ratio. Dann ist wirklich es wichtig, sich da genau hinzuschauen. Wann findest du, bleiben Scherben Scherben und können nicht mehr zusammengesetzt werden? Das ist eine spannende Frage für den Coach. Natürlich habe ich ein Gefühl oder eine Ahnung, wie es dem Paar gehen könnte. Ob ich denke, die haben noch eine Zukunft oder nicht. Und gleichzeitig steht es mir nicht zu, ihnen das zu sagen, weil es ist ja mein Gedanke. Also da muss ich sehr vorsichtig sein. Was man aber sagen kann, es gibt häufig den Wunsch von Klienten, von Paaren, dass man die alten Wunden wegmacht, den alten Schmerz irgendwie wegmacht. Das soll alles weg und alles ist wieder schön. Dieser Wunsch ist völlig nachvollziehbar. Und da sagen wir eher, wir laden euch ein, mit eurem ganzen Kram im Gepäck, mit den Verletzungen, mit dem, was war, zu schauen, was kann in Zukunft sein. Also mit diesen Dingen und nicht gegen diese Dinge. Und von daher bleiben diese Scherben, um in diesem Bild zu bleiben, die bleiben einfach. Und es geht gar nicht darum, wie kann ich die wegmachen oder so, sondern der erste Schritt, ich nehme es an, wie es ist. Und das klingt so banal, aber wenn ich mitten in der Kacke stecke, gerade in der Beziehung, dann zu sagen, jo, so ist es jetzt. Und wenn ich den Schritt schaffe, dann entlaste ich mich erstmal. Dann können wir schauen, wie können wir nach vorne gehen. Also das ist vielleicht, und dann schauen wir, was kann Neues sein. Also wenn gerade bei Themen wie eine Affäre und Verrat, Lüge, dann ist die alte Beziehung vorbei. Und dann kann man nur schauen, wie entsteht eine neue. Genau. Sind wir in dieser neuen Beziehung überhaupt noch ein Liebespaar oder bleiben wir als Eltern verbunden, aber gehen als Liebende getrennte Wege und alles offen, aber das Neue kann ich erst gestalten, wenn ich das Alte annehme. Nicht im Sinne von Resignation, sondern wie wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke und sehe, es schneit. Ich kann mich darüber ärgern, dass es schneit, aber es ist so. So, ich nehme die Wirklichkeit an, wie sie ist, und das klingt so banal und das ist so schwer. Und wenn ich das tue, dann habe ich die Scherben vor mir, kann ich sie mir anschauen, und dann kann man zusammenschauen, was baue ich mir Neues. Und da geht es so, wie wir das machen, ganz stark darum, erstmal wieder ums Ich, wer bin ich? Self-Care, Selbstbewusstsein, was kann ich, wie stelle ich mir eigentlich mein Leben vor? Und dann sitzen da zwei Ichs und schauen, passt das, wie passt das zueinander? Und dann können sie ihre Scherben kitten oder auch nicht. Das ist dann eine Entscheidung, alles ist möglich. Ja, so würde ich es mal so spontan beantworten. Ja, da greift ja eure sechs Elemente der Liebeszukunft, greifen ja da auch wieder gut, ne? Also das Ich und das Wir und so. Und das ist ja auch genau das, was wir, also diese beiden Elemente sollten wir ja als Paarcoach wirklich auch im Auge behalten. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich denke, wenn ich dich richtig verstanden habe, arbeitest du mit Julia zusammen, schwerpunktmäßig wirklich über die sprachliche Ebene. Und ich nehme noch die Projektionsfläche dazu, eben dieses Porzellanstück. Und aber in einem sind wir uns ja wirklich absolut einig. Das sind wahrscheinlich alle Paarcoaches der Welt, dass unser großes Ziel ja lautet, die Paare in ihren Prozessen weiterzubringen, zu reflektieren, Klarheit zu gelangen und Verbundenheit und Liebe und Leidenschaft und Bewusstheit wieder einzuladen. Ne? Ja, unbedingt. Ja, also ich denke, das ist sehr, sehr interessant gewesen für mich. Magst du noch etwas, noch was sagen oder erzählen, was dir wichtig ist?
Vielleicht eine Sache, du hattest jetzt auch den Begriff Paarcoaching, Paartherapie genannt. Da machen wir uns auch viel Gedanken drüber, denn wir verstehen uns nicht als Therapeuten. Gleichzeitig ist der Begriff Paartherapie gesetzt. Also wer sich Hilfe sucht, googelt nach Paartherapie. Und wir betrachten es eher als Coaches. Vielleicht ist das eine Petitesse, aber gleichzeitig auch nicht. Denn wir gehen davon aus, dass die Menschen, die zu uns kommen, völlig in Ordnung sind. Ja. Die sind nicht krank oder die müssen nicht repariert werden. Ja. Und Therapie in unserem Verständnis ist eher etwas, wo man vielleicht schon auf ein Krankheitsbild guckt, ISD-10 und all diese Dinge. Und deswegen nennen wir uns gerne Paarcoaches. Und das ist auch die Haltung, mit der wir diesen Paaren, diesen Menschen, die sich trauen, dazu kommen, sagen, du bist in Ordnung. Mit all dem Mist, den du am Hacken hast, auch mit all den Verletzungen vielleicht, die du ausgeteilt hast, die du bekommen hast, aber du bist als Mensch völlig in Ordnung. Und das klingt auch wieder banal, aber wer in einer Beziehungskrise steckt, der fühlt sich alles andere als in Ordnung. Genau. Und das wieder spüren zu dürfen, du bist willkommen mit all deinem Kram, mit deinen Scherben, mit deinem Mist. Wow, und jetzt gucken wir. Also so eine Haltung von Staunen und wir wollen dich kennenlernen, dann bewegen wir was. Das ist eine ganz starke Haltungsfrage und dann kann auch Freude in so einem Prozess kommen. Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Es ist schön, dass du das gerade noch so ansprichst. Ich bin ja gleichzeitig auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und mache eben auch Therapien. Habe aber ganz bewusst entschieden, dass das Coaching, also dass die Paare Paarcoaching, das heißt Paarcoaching bei mir, dann gibt es manchmal die Konfusion, dass dann Privatpatienten oder so sagen, kann ich das nicht auch über die Kasse laufen lassen? Sage ich, nein, Sie sind nicht krank. Warum sollte das die Kasse bezahlen? Sie wollen mit mir zusammen und mit Ihrer Frau oder mit Ihrem Mann zusammen mit mir reflektieren. Das ist doch eigentlich sehr gut, dass Sie im gesunden Zustand kommen. So was sage ich zum Beispiel auch. Ja, natürlich. Ja? Das ist auch ein Grund. Ich bin mittlerweile sogar so weit, dass ich das therapeutische Sein ganz dran geben möchte, weil es mir einfach super gut gefällt, mit Menschen zu arbeiten, die ganz bewusst etwas verändern wollen für sich, die sich weiterentwickeln möchten, wo eine Transformation gewünscht ist und wo also nicht unbedingt das alles als Krankheit gesehen wird, oder? Ja. Das scheint mir wirklich, wirklich wichtig, dieser Begriff, diese Haltung muss raus, sondern es sind selbstwirksame, spannende Menschen, jeder hat seine Geschichte. Und ein tiefes Willkommen heißen im Herzen, schöner Satz manchmal auch, hart in der Sache, liebevoll zum Menschen. Also es geht nicht um Wattebäuschen werfen, das kann auch sehr konfrontativ sein, aber immer in der Haltung, du bist okay. Klarheit mag ich auch gerne. Ja, ich sage auch gerne klar, was mir auffällt. Ja. Und trotzdem ist es humorvoll und auch kann auch zart sein. Ja. Ja, Harald, ich danke dir von Herzen, wirklich, für das Interview. Das war sehr, sehr spannend. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, ich wünsche dir ganz viel Freude mit deinem Projekt, mit der Julia. Und ja, sag erstmal danke. Danke dir auch, alles Gute. Ja, danke schön.